Goldener Dienstag für das deutsche Olympiateam. In Biathletin Magdalena Neuner und Rodlerin Tatjana Hüfner standen gleich zwei Deutsche ganz oben auf dem Treppchen. Besonders für Neuner ging mit dem letzten fehlenden Titel ein lang ersehnter Traum in Erfüllung. Ja, Olympia. Das ist halt einfach mein großer Traum gewesen und mit dieser Medaille wird man ja auch zur Legende. Das ist einfach was anderes als ein Weltmeistertitel. Und nebenbei wurde auch noch Geschichte geschrieben. Schließlich waren es Hüfner und Neuner, die für Deutschland die Goldmedaillen Nummer 121 und 122 in der Geschichte der Olympischen Winterspiele holten. Damit verdrängte Deutschland im ewigen Medaillenspiegel Russland von Platz 1 und ist nun erfolgreichste Nation. Ja, das ist natürlich auch eine Ehre, dass ich damit oder mit der Medaille auch damit so beitragen durfte. Und mir ist schon bewusst, dass ich für Deutschland irgendwo auch Botschafterin und Repräsentantin bin und bin schon sehr stolz darauf. Doch die 23-Jährige ist noch keinesfalls satt. Schließlich könnte sich die sechsmalige Weltmeisterin mit weiteren drei Goldmedaillen zur erfolgreichsten Biathletin der Olympiageschichte krönen. Also sagen wir mal so, die wichtigste habe ich jetzt schon, aber ich werde auf jeden Fall weiterkämpfen. Ich bin da sehr, sehr ehrgeizig und weiß auch, was ich kann. Von daher schauen wir mal, gehen wir auf Angriff. Der Anfang ist gemacht. Nun liegt es an Neuner, ihren markigen Worten weitere goldene Taten folgen zu lassen. Thank you.